Abgeordnete und Fraktionsvorsitzende Herr Pastörs von der Fraktion der NPD. Herr Präsident, im September des vergangenen Jahres wurde eine Entscheidung der dritten Sektion des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte gefällt, die letztendlich eine 18 Jahre dauernde Klage von zwei griechischen Geschwistern positiv beschied. Mit Erfolg forderten sie als Angehörige der griechischen Minderheit in der Türkei ihr Recht auf Eigentum zurück. Worum ging es hierbei im Detail? Nach antigriechischen Ausschreitungen zwischen 1955 und 1964 flohen tausende Griechen aus der Türkei und mussten ihr Eigentum zurücklassen. Die türkische Regierung konfiszierte daraufhin Grundstücke und Immobilien aus griechischem Besitz. Türkische Behörden argumentierten, dass die geflohenen Griechen keine türkischen Staatsbürger seien und somit ihr Recht auf Eigentum in der Türkei verwirkt hätten. Außerdem wurde ihnen das Recht, Wohneigentum zu erwerben, gänzlich abgesprochen. Dagegen hatten immer wieder Griechen Individualbeschwerden eingereicht und nunmehr Recht bekommen. Die Richter in Straßburg befanden in diesem Fall einstimmig, dass die türkische Regierung gegen die geltende Europäische Menschenrechtskonvention verstoßen hatte. Der türkische Staat wurde verurteilt, den in Frage kommenden Grundbesitz an die griechischen Kläger zurückzugeben und Schadenersatz zu zahlen oder den derzeitigen Wert des Eigentums im vollen Umfang zu erstatten. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte ist aufgrund der Europäischen Menschenrechtskonvention legitimiert. Artikel 1 des ersten Zusatzprotokolls zur Konvention schützt explizit das Recht auf Eigentum. Die Türkei ratifizierte die Europäische Menschenrechtskonvention mit dem ersten Zusatzprotokoll bereits 1954. Jedoch erst im Jahre 1990 hat die Türkei die verbindliche Zuständigkeit des Gerichtshofs anerkannt. Klagen, die das Recht auf Eigentum berührten und vor diesem Zeitpunkt vor dem Gerichtshof als Individualbeschwerden eingereicht worden waren, wollte die Türkei als gegenstandslos, da verjährt, deklariert sehen. Aus türkischer Sicht wurden die Eigentumsrechte des Klägers verwirkt, weil die Enteignung vor der Anerkennung des Gerichtshofs vollzogen worden ist. Schlussendlich verwarf der Gerichtshof die vorgebrachte zeitliche Nichtzuständigkeit und erkannte in diesem Fall eine Verletzung des Eigentumsrechts an. An dieser Stelle ist festzuhalten, dass die NPD die zuvor skizzierte Rechtsprechung ausdrücklich begrüßt. Diejenigen im Plenarsaal, die meinen, eine Verwässerung unserer konsequenten Ablehnung der EU hierdurch hineininterpretieren zu müssen, sollten genau zuhören. Ihnen sei auch gesagt, dass der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte eben keine Institution der Europäischen Union ist. Seine Legitimation beruht auf freiwilliger Annahme der Europäischen Menschenrechtskonvention durch Nationalstaaten. In der Frage zeitlicher Zuständigkeiten sah der Gerichtshof seine Verbindlichkeit in den genannten Urteilssprüchen ganz klar als gegeben an. Hingegen fallen Eigentumsansprüche deutscher Heimatvertriebener gegen Polen nicht unter diese zeitliche Zuständigkeit. Natürlich, Herr Professor Medling, kommen jetzt die Vertriebenen, die deutschen Vertriebenen. Hingegen Polen ist ebenfalls Unterzeichner der Europäischen Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten. Der Gerichtshof hat Ende 2008 die von der preußischen Treuhand unterstützten Individualbeschwerden von 22 aus Pommern, Schlesien, Ostpreußen vertriebenen Deutschen nicht zur Entscheidung zugelassen. In diesem Fall wurde festgestellt, dass die Menschenrechtskonvention von Polen erst 4 Jahrzehnte später ratifiziert worden ist. Straßburg wies weiter darauf hin, dass der Gerichtshof Staaten nicht zur Rückgabe von Eigentum verpflichten kann, welches ihnen vor Inkrafttreten bzw. vor der Ratifizierung des Abkommens übertragen wurde. Zudem sei
durch die Enteignungen auch keine bis heute andauernde Rechtsverletzung bewirkt worden. Die von Polen erlassenen Gesetze, die begangenes Unrecht legalisieren sollten, entstanden nach Auffassung der Richter als Folge der Vereinbarungen der Siegermächte in den Konferenzen von Jalta und Potsdam und dem Abkommen über Kriegsreparationen für Polen. Ebenfalls, hören Sie weiter zu, Herr Professor, auch Sie können noch lernen. Ebenfalls hielten es die Richter für eine Klage nicht zulässig, dass Polen mit der Vertreibung Millionen Deutscher gegen das Grundrecht zum Schutz des Lebens und gegen das Verbot der Folter verstoßen hat. Diesbezüglich wäre der heutige polnische Staat nicht für Menschenrechtsverletzungen im Jahre 1945 verantwortlich zu machen, weil dieser zu diesem Zeitpunkt weder de jure noch de facto eine Kontrolle über die besetzten Gebiete im deutschen Osten gehabt habe. Polen sei nach Auffassung des Gerichts auch künftig nicht verpflichtet, Gesetze zur Restitution und Wiedergutmachung zu erlassen. Meine Damen und Herren Abgeordnete, wie Sie sehen, muss offensichtlich nicht gleiches Recht für alle Signaturstaaten gelten. Zumindest, wenn Deutsche ihr Recht auf Eigentum gegenüber Vertreiberstaaten wie Polen einfordern, biegen sich die zeitlichen Zuständigkeiten bei den Richtern in Straßburg. Dabei wollten die deutschen Heimatvertriebenen lediglich vom Gerichtshof feststellen lassen, dass sie Opfer eines Verbrechens gegen die Menschlichkeit sind, wodurch ihnen bei Gefahr für Leib und Leben ihre Heimat und damit auch ihre Existenzgrundlage und ihr Eigentum genommen worden war. Straßburg erkannte die Tatsache nicht an, dass die völkerrechtswidrige Vertreibung nur durch einen massenhaften, gewaltsamen Eigentumsentzug stattgefunden hat. Dabei wurde der staatlich organisierte Enteignungsterror